was jetzt kommt, werden viele schon wahrscheinlich gesehen haben. Der berühmte Unfall im Bochum-Riemke mit der Baureihe 151. Es ist tatsächlich so passiert. Ich war an dem Tag im Spätdienst und musste rauf helfen beim Gerätewageneinsatz. Der Gerätewagenleiter war der berühmt-berüchtigte Kollege Klever vom BW Herne. Sehr merkwürdiger Mensch, auch schon lange nicht mehr unter uns. Was war hier passiert? Mangelhafte Fahrwegprüfung. Der Fahrdienstleiter hatte den Fahrweg nicht richtig geprüft. Diese LZ kam mit etwa 80 km/h um die Ecke und der Lokführer hatte den Blick ins Gleis nur auf knapp 50 bis 100 Meter und konnte erst da erkennen, dass das Gleis besetzt war. Es war so definitiv nicht sein Fehler. Die Fahrstraße war gestellt und ist dann, das muss man sich mal vorstellen, zig Meter auf die rollende Landstraße geschossen. Die Rola hat vorne eine massive Pufferbohle, die man nur mit einem Gabelstapler an- und absetzen kann. Die ist mehrere hundert Meter weit geflogen. Dass da niemand zu Schaden gekommen ist, grenzt an ein Wunder. Und ich erinnere mich heute noch an die Worte von dem Herrn Klever. Der stand dann da und sagte: Was sollen wir denn da aufgleisen? Wir verzurren die Lok und fahren das alles so nach Opladen. Das Problem war nur, und da werden wir gleich noch im Bereich des Bahnhofs Bochum Andrea drauf kommen, dass die Radsatzlast dieser Wagen mit der Lok überschritten wurde. Die war ja viel zu schwer für diesen Wagen und dann ist die doch runtergekrannt worden, soweit ich weiß. Aber das war alles ein Riesenaufwand, die Fahrleitung musste abgebaut werden und. Es ist Gott sei Dank keiner zu Schaden gekommen und da kann man mal sehen, wie robust die Technik der Eisenbahn ist. Und was hier gerettet hat, waren die Seitenwände der rollenden Landstraße, die die Lok ja, bis zu dem Stillstand sicher geführt haben. Gut, gehen wir zurück, Bochum-Riemke. Was haben wir da sonst zu tun gehabt? Oft mit Entgleisungen. Da waren mehrere Anschlüsse, so kleine Schrottverwerter. Dann kam ich mal einen Nachmittag dahin und da sagt der Aufsichtsbeamte, der saß übrigens hier im Stellwerk, hier unten in dieser Bude drin, zu mir: Du, da ist in dem Anschluss so und so ein Wagen entgleist. Da müsstest du mal hingehen. Und dann komme ich dahin und dann steht da ein Flachwagen RS 680. Und ich schaue mir das an, also da stand dann ein Drehgestell komplett auf dem Sommerweg, wie wir sagen, also im Dreck. Und da fehlte ein Stück Schiene. Da hatte der vom Schrottplatz einfach, weil er nicht genug Schrott auf die Waage kriegte, ein Stück Schiene daraus geschweißt. Und die Rangierabteilung, die den Wagen zustellte, hat das zu spät gesehen und dann ist der halt in ein Loch gefahren. So war das früher. Der wurde dann aufgegleist, kriegte eine Lauffähigkeitsbescheinigung und dann war das Thema erledigt. Das ging relativ unbürokratisch aus. Also Riemke war immer ein Fall für sich. Und das Hauptproblem in Riemke war, ich habe euch ja gerade erklärt, das war ein abgesetzter Spätdienst und Präsident, der da Dienst hat, war die Firma Bergrohr. Die Firma Bergrohr hatte damals einen ja, extrem starken Verkehr Richtung Bremen-Groland und zwar mit Pipeline-Rohren Richtung Russland. Die wurden also von Groland verschifft. Und der Unterschied zu diesen Bildern, die ich hier gesucht habe, war, dass das auf zweiachsigen K-Wagen verladen war, aber die Verladeart war die gleiche, wie ihr hier die seht. Eine sogenannte geschichtete Verladung, also mit diesen Beilagen und am Ende der Beilagen Keile. Das ist logisch, ne? Damit liegen die Rohre relativ sicher. Das Problem war nur, dass das damals alles aus Holz gefertigt wurde. Diese modernen Ladungsmittel aus Kunststoff und Stahl, die gab es damals nicht. Da hätten wir von träumen können. Und so übergab es sich dann, dass ich einen Nachmittag an einen Zug kam und das war im Juli und das hatte einen Tag vorher einen starken Gewitterregen gegeben mit so einem Kältesturz, anschließend wieder ein Hitzeeinbruch, wie wir das so gerade so im Ruhrgebiet ja besonders kennen. Und dann schaue ich mir hier die Keile an und sehe, dass die Keile aufgeblüht sind wie ein Blumenkohl. Das heißt, die Nägel hielten nicht mehr. Ich nehme also meinen langen Hammel, das war auch gut, ein guter Versprecher. Schlage hier seitlich gegen den Keil und der fliegt weg. Der erste fliegt weg, der zweite fliegt weg, der dritte fliegt weg und so weiter und so fort. Der gesamte Zug faktisch nicht gesichert. Ja, was bleibt einem danach übrig als Wagenmeister? Ich habe den Zug geweigert zur Fahrt. Massive Verlade- und Sicherheitsmängel. Der Aufsichtsbeamte hat das gesehen, der hat auch gar keinen Aufstand gemacht. Der hat gesagt, ja, dann können wir die Lok abbestellen. Das war also kein planmäßiger Zug, sondern eher ein Bedarfszug, wobei er fast schon planmäßig verkehrte.
Ja, und dann bin ich am nächsten Tag dann zum Spätdienst gekommen und kriegte dann schon zu Hause einen Anruf vom Gruppenleiter. Da wäre ein Riesentrabbel. Die Firma Bergrohr wolle mich verklagen, weil ich für Nichteinhaltung eines Vertrages verantwortlich wäre. Wie ich denn einen ganzen Zug aussetzen könnte, die hätten doch Schiffsanschluss und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, hat sich denn mal jemand die Verladehölzer angesehen und die Keile? Nö. Aber da kommt heute Nachmittag jemand, Scholz, vom Verladeberatungsdienst der Bundesbahndirektion Essen. Okay. Dann habe ich diesen Herrn Scholz noch vom Bahnhof abgeholt in Ehrenfeld mit dem Auto, bin mit ihm nach Riemke gefahren und er sah dann den Zug da stehen und der war keine 2 Meter gelaufen und sagte, Hase, wir brauchen gar nicht mehr zu diskutieren. Die Firma Bergrohr hat den Schuss nicht gehört. Ich werde jetzt mal dahin fahren und dann werde ich mal mit dem Geschäftsführer da sprechen. So geht das nicht. Und das muss ich sagen, das war dann endlich mal eine Aussage, wie ich sie selten gehört habe im Wagenuntersuchungsdienst. Wir sind Transporter und für die Sicherheit verantwortlich und wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist, dann transportieren wir nicht. Ja, und auf einmal war der Wirbel erledigt und es wurden Hölzer angeschafft mit höherer Festigkeit, es wurden andere Beilagen besorgt und es wurde dafür gesorgt, dass diese Karwagenzüge, das waren 50 Wagen, pendelten zwischen Bremen-Grolland und Bochum-Riemke und die Verladehölzer also auch immer bei den Wagen verblieben, was das Problem dann entschärfte. Und oft genug habe ich dann so später für mich dann sinniert und gedacht, naja, wärst du damals eingeknickt, dann hätten die Rohre wahrscheinlich alle vorm Längericher Tunnel gelegen, gestapelt und der Zug wäre durchgefahren. Das war nämlich die Gefahr und das war nicht ohne. Wir haben mehrere schwere Eisenbahnbetriebsunfälle gehabt durch runterfallende Rohre. Eins hat bekanntlich mal einen kompletten Dusselzug aufgeschlitzt mit mehreren Schwerverletzten. Und das ist alles kein Spaß. Man hatte schon eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Und das ist ein Thema, was mir bei Riemke heute immer noch wieder einfällt, der Ärger mit der Firma Bergrohr. Ja, das hatten wir gesehen. Und dann gehen wir in den, ja, für uns jetzt nicht so interessanten Bahnhof Bochum Nord. Der Bahnhof Bochum Nord war ja von Präsident aus im Prinzip der Wechselbahnhof für die Wochenendzüge nach Einhausen. Und es gab hier den Anschluss zu den Stahlwerken Bochum. Da hatten wir aber als Wagenmeister keine Aktien drin, sondern wir sind hier oben wirklich nur unterwegs gewesen im Sinne des Wechsels der Einländerzüge. Und ab und zu mal ein Sonderzug, der in die andere Richtung fuhr, der dann auch vereinfacht gebremst werden musste da oben. Allerdings habe ich hier an dem alten Bahnhof Bochum Nord mal den Schreck meines Lebens gekriegt. Ich bin dann so im Halbdunkel, abends spät, die Bremsprobe war erledigt, zu meinem Auto gegangen, das ich hier irgendwo geparkt hatte. Und gehe da so im Vorfeld des Bahnhofs, war hier eine Riesenhecke. Und gehe da so vorbei und auf einmal kommt von links ein Dobermann angesprungen. Was ich aber nicht gesehen habe, war, dass da noch ein Gitter dazwischen war. Da hatte die Bahnpolizei da ihren Zwinger für die Diensthunde. Und ihr könnt euch nicht den Schreck vorstellen. Ich bin also schlagartig 3 Meter nach rechts gesprungen, weil man hört nur den Hund, man sieht den auf sich zuspringen und man macht sich fast in die Hose. Also es war schon heftig. Was wir so alles erlebt haben und auch in schwierigen Situationen im Dunkeln irgendwo gewesen sind, also Alleindienst sehr besonderen Art, war auch für Wagenmeister nicht so ganz ohne. Und es hat auch Überfälle und Übergriffe gegeben auf Kollegen, die verletzt worden sind. Und ich habe ja schon die Geschichte erzählt mit dem Hund, der meinen Kollegen da bewacht hat. Also das ist alles nicht sehr lustig, sollte aber auch mal erwähnt werden, weil das hinterlässt dann doch auf einer langen, langen Dienstzeit so die ein oder andere Kerbe. Ja, das ist der Bahnhof Bochum Nord. Heute nur noch ein Schatten seiner selbst, so wie wir auch gerade von Christian die Bilder gesehen haben vom Bochum Präsident. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn man damals da Dienst getan hat, wie sich das alles über die Jahre verändert hat. Hier schon ein interessantes Bild in Hinsicht auf Bochum-Weitmar. Wir sehen am Bahnsteig in Bochum Nord eine durchfahrende 44er mit FAL-Wagen, mit Kohle. Bestimmungsort ist das Kraftwerk in Bochum-Weitmar. Und das habe ich gefunden, finde ich ein sehr interessantes Bild aus der Frühzeit. Ich habe die Dampfloks in Weitmar nicht mehr erlebt. Das ist klar. Ich habe sie noch in der Werkstatt kennengelernt, als Schlosserlehrling in Osterfeld und in Wanne. Aber das waren die letzten Jahre und die Maschinen, die noch im Bauzugdienst unterwegs waren. Das heißt, auch ich mit meiner extrem langen
Dienstzeit habe, aktiv Dampflok-Einsatz nur noch ganz, 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 ganz minimal erlebt. Ja, kommen wir zu einem wirklich sehr interessanten Bahnhof, der, man glaubt es kaum, ein unglaublich interessantes Betriebsgeschehen hatte. Das war der Bahnhof Bochum-Weitmar. Es war so, dass wir beim BW Essen eine kleine Gruppe Wagenmeister waren, 24 Kollegen und ein Kollege davon, der Rainer Quere, leider auch schon viele Jahre verstorben, war ein ganz feiner Mensch, habe ich total gerne mitgearbeitet. Ehre seinem Andenken, hat hier Plandienst gemacht. Und immer wenn Rainer Urlaub hatte oder mal krank war, wurde ein Vertreter gesucht. Da wollte aber niemand hin, weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gelangen, das war eine Nummer. Und da ich in Essen-Kupferdreh zu der Zeit lebte, war das für mich relativ einfach, über Dahlhausen, die Pontonbrücke da hinzukommen. Das war also jetzt nicht die Welt. Also habe ich das angenommen. Voraussetzung für den Dienst in Weitmar war aber eine abgenommene Rangierleiterprüfung durch den Bahnhofschef Bochum Hauptbahnhof, der damals dafür zuständig war. Also, als sie mich dann bereit erklärt hatte, dort Dienst zu tun, stand natürlich eine Anweisung an, dreitägig, und vorher musste ich dann die Rangierleiterprüfung ablegen beim Chef des Bahnhofs Bochum Hauptbahnhof. Die lief wie folgt ab. Ich ging in sein Büro, der Mann schaute mich an, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ullmann, genau, Ullmann hieß der, glaube ich, genau, Ullmann. Sagt, Tag, Herr Ullmann, Sie sollen mich abnehmen zum Rangierleiter in Bochum-Weitmar. Dann guckte der mich an und sagte, sind doch Wagenmeister, ne? Ich sage, ja. Wie lange sind Sie denn von der Prüfung weg? Ich sage, 4 Jahre. So, das ist also schon etwas erfahren. Ich sage, ja. Kennen Sie denn die Rangiersignale? Ich sage, ja, klar kenne ich die Rangiersignale. Ja, dann ist gut, dann kommen Sie mal her, dann unterschreibe ich Ihnen den Zettel. Das war meine ganze Prüfung zum Rangierleiter. Also unglaublich schwer zu bestehen. Und dann ging ich da in den Dienst. Ja, war mir ein bisschen mulmig, weil das war nicht so ganz einfach betrieblich da. Ja, wir sehen hier eine alte Aufnahme mit einer 44er, denn es geht auch nach Weitmar ordentlich den Berg rauf und meistens musste gedrückt werden oder Vorspann. Der Satz war fürs Kraftwerk Springborum, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, 21 FAL-Wagen mit Feinkohle von Wanne. Und da kann ich euch sagen, das war die Hölle. Ich war da immer im Winter und der Mist fror fest und vor allen Dingen der Montagsmorgenszug, der so am Samstag in Wanne gestanden hatte, auf den Einsatz montags wartete, war gefroren bis ins Mark. Ja, und was das bedeutete, darauf kommen wir gleich noch. Schauen wir uns den Bahnhof Bochum-Weitmar von oben an. Hochinteressant. Wir sehen hier, dass das Gleis kommt von Bochum Nord. Und in dem Bereich war früher noch ein Anschluss der VEW. Die war aber zu meiner Zeit in den 80er Jahren schon nicht mehr bedient worden. Erstaunlich sind die doch relativ weit ausgedehnten Gleisanlagen. Dieses im Wesentlichen nur noch für das Anschluss, für den Anschluss Springborum wirkende Übergabegebiet. Da war ja nichts sonst mehr. Doch, nicht vergessen, Jörg, die Firma Eggemann. Aber da komme ich gleich noch zu. So, und was haben wir hier? Wir haben hier den Fahrdienstleiter. Und wir haben hier den Weichenwärter WT. Und auf dem Weichenwärterstellwerk WT saß auch der Wagenmeister. Und hier haben wir den berühmt-berüchtigten Übergang an der Holtbrücke. Ich weiß nicht, wie viel tobende Autofahrer ich hier erlebt habe. Und das lag daran, wir kommen, wir blättern gleich nochmal zurück. Übrigens, das ist das Stellwerk WT heute. Wie immer, die Strecke, ehemalige Strecke Richtung Bochum-Dahlhausen, Radweg. Ja, und die Schranke ist noch zu erkennen. So sieht das heute aus. Das ist das Fahrdienstleiterstellwerk. Und das ist ein Zug Richtung VEW. Den VEW bekam die Kohle grundsätzlich in FC-Wagen. Das Fahrdienstleiterstellwerk hier definitiv ein Zug, der Richtung VEW ging, also nicht Richtung Springborum. Hier seht ihr mal die ausladenden Gleis. Anlagen vom Stellwerk WT aus. Das ist die Ladestraße der ehemaligen GA, die befindet sich hier. Hier ist dann faktisch der Bahnübergang und es stehen sogar zwei Züge im Bahnhof. Einer für Springorum, einer für VEW. Also da war schon was zu tun in den Spitzenzeiten, als beide Kraftwerke noch arbeiteten. Das ist ein Blick auf die ehemaligen Gleisanlagen Richtung Dahlhausen, soweit ich weiß.
Bin mir aber nicht sicher. Ich habe es einfach mal gefunden, das Bild. Es kann auch ein Bild sein aus Richtung Bochum Nord, da bin ich mir nicht sicher. So, das wollte ich zeigen. So, jetzt stellt euch Folgendes vor. Ich komme also morgens zum Dienst, stelle mein Auto hier hin, gehe die Treppe rauf, hat den Schlüssel, schließe das Büro auf und das Stellwerk. Und der Mann, der da planmäßig auf dem Stellwerk war, das war auch ein Planmann, der hatte so seine Probleme mit dem frühen Aufstehen. Um nicht zu sagen, er kam jeden Tag zu spät. Ich wollte aber mit dem Frühzug möglichst schnell ins Werk, um den zu entladen, weil, und jetzt kommt das Prozedere unglaublich kompliziert war. Man musste zunächst erstmal die Zuglok abhängen, die Vorspannlok abhängen. Die Vorspannlok fuhr dann LZ nach Nord zurück. Dann hat man die Zuglok abgekoppelt, die Zuglok ist drumherum gefahren und mit der Zuglok hat man dann den FHL-Zug ins Werk, in die Entladestelle rangiert. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, morgens Berufsverkehr, stark befahrene Straße und der kommt nicht, der Weichenwärter. Der Lokführer von der Vorspannlok hat Feierabend, der will nach Hause, der hat einen Hals, der guckt schon aus dem Fenster. Was mache ich also? Schranke zugedreht, runtergelaufen, Lok abgehangen, Lok vorziehen lassen, Lok zurückgewunken, rauf auf Stellwerk, Weiche umgelegt, Lok zurückgewunken, Lok weg. Schranke wieder schnell auf. Dann floss der Verkehr wieder ab. So. Dann das ganze Prozedere wieder. Schranke wieder zu, runter, Lok abgehangen, der Zug vor, ich wieder die Weiche umgelegt, die Lok auf die andere Seite, dann rauf aufs Stellwerk, Schranke auf und dann mit dem Teleport 6 Funkgerät, mit dieser tragbaren Telefonzelle, mit den ekelhaften Bandantennen aus Stahl, die einem immer in der Nase oder in den Augen hingen, wieder runter, meine Rangierfahrt machen. Wenn ich dann 4 Stunden oder 5 Stunden später aus dem Werk zurückkam mit meinem Zug, dann saß der Weichenwärter auf dem Stellwerk, hatte seinen Kaffee auf dem Tisch und sortierte seine Briefmarken. Der war ein Briefmarkensammler. Das zu dem Thema. Ich glaube, der Kollege ist später auch im gehobenen Dienst sogar gelandet. Ja, so eine Geschichte, so eine ähnliche Geschichte haben wir von Volke gerade gehört. Also es ist kein Einzelfall. Wie auch immer, wie ging das Ganze jetzt weiter? Hier sehen wir das klassisch, so wie ich das erlebt habe. Genau mit diesem Wetter, genau in diesem Zustand. Der Zug kommt rein, die 221 wechselt auf die andere Seite. Und hier nochmal ein Bild unmittelbar vom Bahnübergang. Genauso sah das aus. Und dann beim Wechseln. Und hier seht ihr auch, da komme ich gleich noch drauf, den Abzweig zur Firma Eggemann. Der ist hier hinten noch zu sehen. Es gab also noch ein Stumpfgleis Richtung Dahlhausen. Das endete aber dahinter mit dem Schwellenkreuz. Und so sah das also zu meiner Dienstzeit dort aus. So, jetzt muss ich aber wieder mal zurück, weil wir müssen uns den Plan nochmal ansehen. Jetzt müsst ihr euch also vorstellen, jetzt hat hier der Zug in 1 gestanden, die Vorspannlok ist weg, die Zuglok hat gewechselt und wechselt hier an die andere Seite. Ich laufe also hier runter, hänge die Zuglok an, mache die vereinfachte Bremsprobe und fahre dann nach Abstimmung mit dem Fahrdienstleiter hier in den Anschluss über die Weiche 32 in den Anschluss Springorum. Dazu muss man wissen, das ist leider auf dem Plan nicht zu sehen, dass hier in dem Bereich eine Spitzkehre war und hier die Entladestation. Das heißt, man musste mit dem Zug bis zum Prellbock ziehen, dann den letzten Wagen über die Weiche drüber, die Weiche von Hand umstellen und dann zurückdrücken in die Entladestelle. Das ist soweit die Theorie. Das funktionierte aber nur mit 21 Wagen, nicht mit 22, weil diese Spitzkehre nur 21 Wagen plus Lok zuließ. Ja, und das erste Mal richtig Kontakt mit dieser Geschichte bekam ich dann am zweiten Tag. Ihr habt das Wetter gesehen, genau so ein Wetter war es. Januar, saukalt, alles gefroren, spiegelglatt. Jörg steht also auf dem ersten Wagen und will an der Handweiche hier abspringen. Ja, Rangiergeschwindigkeit, wenn man ein bisschen geübt ist, gar kein Problem. Und dann dem Lokführer über Funk sagen, dass er zurückkommen kann, wenn ich die Handweiche umgelegt habe. Und ich sehe beim Abspringen in Höhe des Weichenstellhebels der Weiche eine riesige Eisfläche. Holiday on Ice live. Und als ich so im Flug bin, weiß ich, dass sich meine Entscheidung nicht mehr umkehren lässt. Ich komme also mit meinen beiden Haxen auf diese Eisfläche und segle
Ihr müsst euch vorstellen, dahinter war, das war so ein aufgeschütteter Damm. Das ging so etwa 20 Meter nach unten über eine Schräge und schießte die gesamte Schräge aufrecht stehen. Weiß ich nie, wie ich das gemacht habe. Ich habe nur immer gedacht, fall bloß nicht nach vorne, sonst haust du dir das Funkgerät ins Gesicht und verletzt dich schwer. Und schieße die ganze Schräge darunter und stehe unten im Loch. Mittlerweile war der Lokführer bis zum Prellbock vorgezogen. Und diese Teleport 6 Geräte, ich sag mal so, wenn man den Lokführer sehen konnte, dann konnte man auch mit ihm funken. Also man hätte auch besser rufen können. Die Reichweite von den Dingern war legendär schlecht. Wie auch immer, aber an dem Tag klappte das und der Lokführer sagt, kann ich zurückdrücken? Wagenmeister, wo bist du denn? Und dann habe ich gerufen, ich stehe hier unten im Loch und dann guckt er aus seinem Fenster und lacht. Ich sage, Scheiße, jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich da wieder den Berg raufkomme. Und dann habe ich mich da mit allen Vieren den Berg raufgekämpft. Ja, dann die Weiche umgelegt, Zug zurückgedreht in die Entladung und da gingen in die Halle jeweils nur vier Wagen rein. Das heißt, ich fahre den ersten Wagen da rein und der erste Wagen entgleist mir. Weil die Leute, die da bei der Entladung gearbeitet haben, waren Schlosser. Die haben auch die Fließbänder, alles was da war, Fließbänder und Transportbänder in Ordnung gehalten. Und die hatten vor dem Wochenende vergessen, die Feinkohle aus den Ritzen in den Schienen zu blasen. Also erstes Drehgestell daneben. Ein Gleisblech geholt, Lokführer gesagt, langsam wieder zurückfahren, Rums war der Radsatz wieder drin, Thema erledigt, Schienen freigeblasen, Zug konnte in die Halle. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, vier Wagen rein in die Halle und den Superföhn an. Das war wirklich ein Superföhn, XXL. Hallentore zu, Vollgas. Und das dauerte dann, bis die vier FRL-Wagen aufgetaut waren, etwa eine Stunde. Die werden ja durch Schwerkraft entladen und man musste wirklich eine Stunde da sitzen. Aber die Zeit wurde gut überbrückt. Ich glaube, ich habe in dem Dienst in Bochum-Weitmar innerhalb von 2 Monaten 10 Kilo zugenommen. Die haben ein Schweinegeld verdient, die Leute, die da gearbeitet haben. Dagegen war ich als Werkführer zur Anstellung mit meiner Besoldungsgruppe A5 ein Gaslicht. Und die hauten sich jeden Tag Bauchfleisch auf Würstchen und sowas auf den Grill und grillten dann die Zeit, wie die Wagen brauchten zum Auftauen. Also das war schon eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Einsatzstelle, aber es war nicht unlustig. Ja, und dann kam mal der eine Montag, wo auf der Wagenliste 21 Wagen standen, aber der Zug 22 hatte. Das war dann auch zu meiner Freude, weil dann riesige Rangierarbeiten fällig wurden mit Absetzen einer Wagengruppe, erster Teil ins Werk fahren, dann zweiten Teil nachholen, weil eben halt die Spitzkehre nur für 21 Wagen geeignet war. Ja, mein Kollege Rainer Quere ist an der Stelle fast zu Tode gekommen. Da hat er lange, lange darüber erzählt. Das hat ihn auch immer noch Jahre danach belastet. Man musste sich also, nachdem dann der Zug entladen war und man die komplette Einheit fertig hatte, beim Fahrdienstleiter melden, die Rangierstraße also die Rangierfahrt absprechen. Und hier war eine Gleissperre. Die Gleissperre war zum Schutz des durchgehenden Gleises hier. So, normalerweise blieb die, solange man im Werk war, offen. Aber aus irgendeinem Grund ist hier ein SKL gefahren an dem Morgen und der Fahrdienstleiter hat vergessen, die Gleissperre hochzunehmen. Und der Rainer kommt, an der Spitze steht mit der Rangierabteilung da rum, sieht im letzten Moment, das war eine Kurve mit einem Zaun, dass die Gleissperre aufliegt und versucht noch an der Luft absperren zu kommen von der Luftleitung, schreit auch Nothalt in das Funkgerät, aber es hat nicht gereicht. Und dann sind insgesamt 5 Wagen über die Gleissperre und der Rainer hat gehangen zwischen dem Zaun und den Wagen. Und mit einer gottgleichen, engelsgleichen Glückssituation hat er das überlebt. Aber das hat ihn viele, viele Jahre verfolgt und ich war dann besonders vorsichtig. Ich bin immer, auch wenn der Fahrdienstleiter mir gesagt hat, du kannst kommen, die Fahrstraße ist frei, um die Ecke gelaufen und habe geguckt, ob die Gleissperre nicht aufliegt. Also das war mir eine Lehre. Und das sind so Dinge, die vergisst man sein Leben lang nicht. Ja, das ist der Betriebsablauf in Bochum-Weitmar. Und hier seht ihr jetzt, was ich gerade angekündigt habe. Das sind Wagen der Firma Eggemann. Das war eine Firma, die Maschinenbauteile verladen hat. Und da galt es also auch, von dem Dienstposten zu Fuß da reinzulaufen, diese Wagen zu vermessen und zu prüfen, ob es eine Ladenmaßüberschreitung ist oder nicht. Und die wurden dann manchmal mit einer V60 abgeholt. Aber auch, wenn es mehrere Wagen waren, schon mal durchgehend mit der 221 dann direkt nach Wanne gefahren und dann da eingereiht. Das waren die Sachen, die die Firma Eggemann in den 80er Jahren dort noch verladen hat. Ja, jetzt gehe ich mal die Bilder weiter durch. Hier seht ihr einen dieser FAL-Züge mit Drucklok hinten.
Da seht ihr es, in Richtung Weidmar, fährt durch Bochum Nord. Und das ist die Entladestelle. Das ist also die Entladestelle. Sommertag brauchte man sich da keine Sorgen zu machen. Da floss die Feinkohle, da wurden die Klappen geöffnet, das Ganze ging über Schwerkraft in die Grube und das Thema war durch. Ja, aber die Zeit habe ich nicht mehr erlebt. Ja, und der Unterschied zwischen einem DB-Werkmeister und einem Werkmeister in einem Kraftwerk war mehr als deutlich. Ich stand da mit einem blauen DB-Parker, Warnwesten gab es ja damals nicht, einem gelben Helm. Und wenn ich den Parker blau hätte haben wollen, wieder hätte ich den zum Färben bringen müssen. Der Rest war Spurkranzschmiere, Pufferteller, Fett und Feinkohle, so sah ich aus. Musste also trotz meiner Werkmeisterprüfung da Rangierarbeiten machen und alles übernehmen. Und der Herr lief in einem weißen Kittel mit sauberen Helm herum und kontrollierte nur, ob alle ihre Arbeit machten. Und im Gehalt, über die Unterschiede brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht zu unterhalten. Deswegen geht mir heute, und das sage ich jetzt auch mal in der Runde ganz eindeutig, mir platzt der Kragen, wenn ich irgendwo in der Zeitung Beamtenbashing sehe. Dann reißt bei mir der Geduldsfaden, weil ich weiß, welche armen Schweine wir waren im mittleren Dienst zu der Zeit. Und das gilt für alle, für Lokführer genauso wie für die Werkmeister bei der Deutschen Bundesbahn. Und wir sind mit Einführung der Deutschen Bahn AG noch mehr verarscht worden. Das ist leider so. Okay, aber wieder zu unserem Thema. Hier nochmal das Ganze in Farbe. Und das nochmal zum, glaube ich, Abschluss. Ein Bild einer 216 vor dem Fahrdienstleiterstellwerk in Weidmar. Kommen wir zum Bahnhof Bochum-Langendreer. Dem Bahnhof, der für mich sich darstellte wie ein offenes Irrenhaus. Ich kann es nicht anders sagen. Also, warum ich diese Meinung gewonnen habe über die Jahre, da werden wir jetzt noch drauf kommen. Ihr seht hier den Einfahrbereich vom Stellwerk LGF ausgehend. Das ist also die Strecke, die von Bochum Nord kommt. Das ist die S-Bahn zwischen Bochum und Dortmund. Und das Wagenmeisterbüro befand sich hier unten an der Gasstraße. Hier ist das ehemalige BW Langendreher. Ich habe auch noch ein Bild davon gefunden, was zu meiner Zeit schon einen Containerdienst beheimatete, der fürchterlich Dreck machte. Also es hatte keinen Sinn, sein Auto zu waschen, wenn man da zum Dienst fuhr. Das sah abends aus wie Hulle. Ja, und das ging hier im Wesentlichen von 81 bis 116. Dann gliedert sich hier der Südbahnhof an mit dem Containerbahnhof. Und das war früher ein klassischer Bahnhof, der zum BW Dortmund gehörte. Aber dann gab es eine Gebietsreform und dann kamen diese Kollegen, die vom BW Dortmund quasi abgeordnet wurden, zum BW Essen. Und auch wir mussten da verzahnten Dienst machen. Das war also ein bisschen schwierig. Die hatten so ihre eingewöhnten Methoden. Und wir kamen dann als neue Dienststelle da rein und dann gab es ein bisschen Reibereien, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Und ich war da sowieso immer ein Außenseiter, weil meine Art der Dienstausübung sehr präzise und gewissenhaft da nicht nur auf Freunde stieß. Aber da komme ich später noch zu. Ja, Bahnhof Langendreher, was lief hier raus? Übergabezüge nach Hamm, Hagen-Vorhalle, Wanne und natürlich Pendelverkehr in jeglicher Form zwischen dem Opelwerk in Bochum-Leer und dem Bahnhof Bochum-Langendreer. Das waren die Ersatzteilzüge Antwerpen, Spanien. Das waren die fertigen Autos auf Leeswagen. Und das war natürlich auch Materialversorgung und Materialentsorgung. Das heißt Eingangsbleche, Ausgangsblechreste. Also alles das, was man sich im Güterverkehr so klassisch vorstellen kann. Hier jetzt nochmal ein anderer Kartenausschnitt in Richtung Ablaufberg, hier wäre das Stellwerk LBO gewesen und das ist hier die Südgruppe. Hier fuhren die Opel-Ersatzteilzüge ab. Das hier ist der Containerbahnhof und hier fuhr die rollende Landstraße ab. Die rollende Landstraße habe ich nur einmal gemacht. Das reichte mir dann auch und die Anekdote ist auch stramm. Ihr habt ja gerade die rollende Landstraße gesehen mit der Baureihe 151. Also da fuhren Lkw-Fahrer mit dermaßen hoher Geschwindigkeit auf die rollende Landstraße, dass es mir schwindelig wurde. Der kam zum Stehen, der Rangierer legte den Keil, das stand Wiener 1, dann haben die die Führerhaustür geöffnet und der Lkw-Fahrer fiel raus. Der war so hackendicke, dass der nicht mehr laufen konnte. Der wurde dann in der Liegewagen verfrachtet, hingelegt und das Thema war erledigt. Ja, das war so mein erster Eindruck von der rollenden Landstraße.
So sah das aus. Klassisch mit der Baureihe 140 bespannt, dahinter der Liegewagen, weil er musste ja beheizt werden. Deswegen musste der an der Spitze des Zuges geführt werden, damit die ZS gekuppelt werden konnte. Und dahinter dann die Wagen der Holländer Landstraße. Und das sind die guten Dinger. Ich kann euch sagen, gefährlich bis zum geht nicht mehr. Die wurden von uns im Frühdienst voruntersucht, weil es laufend zu Entgleisungen kam. Da sind die Drehgestelle, man achte auf die kleinen Laufkreisdurchmesser der Radsätze und das war das Problem. Die Fahrzeuge waren scheibengebremst, das heißt, die Bremsscheibe ist gleichzeitig der Radkörper. Ihr seht hier die Bremsbeläge. Und hier kam es immer wieder zu Unrundlauf. Warum? Weil, so wie heute auch, und das ist meine feste Überzeugung, die LKWs permanent überladen waren und die Radsatzlasten überschritten wurden. Der Chef der Güterabfertigung Bochum-Langendreher kam dann auf die grandiose Idee, die LKWs vor dem Verladen auf die Rollenlandstraße zu wiegen und schaffte eine Waage an, die einen Endanschlag an 40 Tonnen hatte. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die stand immer auf Endanschlag. Aber wir durften keinen LKW weigern. Und das war das Problem. Was hieß das für die Wagenmeister? Die Wagenmeister mussten die bereitgestellten Wagen der rollenden Landstraße voruntersuchen, Klappen ziehen. Eine Höllenarbeit. Ihr seht hier oberhalb der Radsätze diese Klappen. Und dann gab es einen Drahthaken. Und ihr musstet auf jeder Lauffläche, einer links, einer rechts, die Klappe heben, die Lauffläche auf Schäden ansehen, auf singulare Abplattungen und sonstige Geschichten. Dann gab es an der Seite eine Federglocke, die durfte keine Anschlagspuren haben. Und erst dann gingen diese Fahrzeuge in den Südbahnhof zur Beladung, Klappen ziehen. Und in der Zeit, wo ich da war, hat es zwei schwere Unfälle mit Entgleisungen gegeben. Unter anderem hat eine rollende Landstraße einen kompletten Bahnsteig abgefegt. Und dann kam jeden Tag ein Mitarbeiter des gehobenen Dienstes, vom Wagentechnischen Dienst, also von der Direktion oder von den entsprechenden Dienststellen, und hat die Untersuchung begleitet. Man hat also auf einmal uns Wagenmeistern, uns Praktikern das nicht mehr zugetraut. Ich glaube, das war aber eher ein Placebo. Die hatten nämlich keine Ahnung, die haben auch nie einen Schaden gesehen. Die hatten gar kein Auge dafür. Übrigens hier nochmal die eingeschwenkte Pufferbohle. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da eine 151 drauf knallt mit 80, was da passiert. Ja, aber bevor ich jetzt. Dieses Bild finde ich so schön auch vom Licht. Ich habe in Langendreher sehr merkwürdige Zeitgenossen kennengelernt. Unter anderem muss ich nochmal über Opa Gulsch erzählen, der ist auch schon lange tot. Der Mann war reif für die Psychiatrie. Ich habe einmal mit dem einen Zug untersucht und nach Berlin, Containerzug. Und einer ging links, einer ging rechts. Und auf einmal quatscht einer auf der rechten Seite immer. Dich habe ich doch die Woche auch schon mal gesehen. Bist du schon wieder hier, mein Freund? Ich denke immer, mit wem redet der? Da ist da ein Rangierer oder so? Nein, der hat sich mit den Containern unterhalten. Also wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und dann habe ich so gedacht, na, untersuch mal nicht mehr mit dem Kollegen noch Züge. Wer weiß, mit was der sich alles befasst, aber nicht mit dem Wesentlichen. Also das war schon recht merkwürdig. So. Ich habe hier geschrieben, dabei habe ich immer noch meine Arbeit gemacht. Genauso ist es. Ihr seht mich klassisch an dem Bremsprüfgerät PDR1. Links seht ihr einen Opel LAES-Zug, also einen Autotransportzug leer in Richtung Bochum leer. Und rechts die Übergabe nach Präsident, da mit der 215 schon. Also auch klassisch. Das Bild könnte nicht klassischer sein. Und so sind wir früher rumgelaufen. Schwarze Jacke, schwarze Hose, gelber Helm. Fertig. Warnweste, kein Thema. Das bei der Bremsprobe mit dem langen Wagenmeister Hammel, ich habe es heute mit dem Hammel, mit dem Hammer. Hinten das Stellwerk LBO. Ja, und dann könnt ihr erkennen, welche Zeit das in etwa war an den Kadettmodellen. Die lagen übrigens schon mal gelegentlich kopfüber im Bahnhof, sodass mit dem Rangieren und mit den Vorsichtswagen und den Vorhämmern, das klappte in Langendreher nie so ganz präzise. Gelegentlich lag dann so ein Kadett auch schon mal auf dem Kopf irgendwo im Gleis. War aber alles kein Problem. Die wurden dann von der GA versteigert. Konnte man günstig ein Auto kriegen. Hammer nehmen, von ihnen das Dach ausbeulen, hatte man einen Neuwagen für damals manchmal 5.000 Mark oder sowas. Kein Witz. Ja, das war so auch eine Hauptaufgabe. E-Wagen, ihr seht die mit Zelle gerade, die wurden von Opel beladen, angenommen und wurden auch wieder beladen rausgeschickt. Und zwar haben die ihre ganzen Stanzreste, also die Blechreste, die bei der
Bestandsarbeit der Autoteile anfielen, damit verladen. Die waren meist geölt, das war auch nicht so ganz ohne. Und wenn die leer rauskamen, war unsere Hauptaufgabe zu kontrollieren, ob die Bodenbretter noch alle drin waren. Weil die mit dem Kran, wenn die was entladen haben, auch nicht immer so ganz zimperlich waren. Das war also so eine klassische Arbeit. Und hier seht ihr das, man ging dann immer auf den Übergang und schaute links und rechts rein und dann wurden die zerstörten Bodenbretter gezählt und Opel in Rechnung gestellt. Aber das war sowieso alles für ein Popo, weil wir haben da als Wagenmeister uns eine Mordsarbeit gemacht, mussten das dann auch anerkennen lassen von der Firma und am Jahresende machte dann die Generalvertretung ein Weihnachtsessen mit der Firma Opel und dann gab es eine Pauschale für die Schäden und dann war das ganze Thema erledigt. Ja, das ist der Ablaufberg, Stellwerk LBO. Und hier sehen wir jetzt mal einen Klassiker, der immer unterwegs war, auch in Langendreher, der große Schims 708 Wagen mit Coils oder der Sahims 900, der Sechsachser mit Coils. Ja, und dann bin ich da ins Fettnäpfchen getreten, weil, wer bin ich nicht? Ich war immer sehr sorgsam und man hatte uns den Wagenmeister in Präsident gestrichen und ab sofort wurde das von einem Wagenprüfer in Diemannshof gemacht, die wagentechnische Untersuchung. Das heißt, die Züge fuhren ohne in Präsident zu halten von Diemannshof nach Langendreher durch. Und mir fiel dann auf, dass diese Fahrzeuge extrem schief standen. Ja, also, ihr seht das ja, wenn die so im Gleis stehen, ihr kriegt ein Auge dafür, warum stehen die schief. Ja, und dann habe ich hier die Haube aufgezogen. Und diese Wagen haben in der Mitte des Fahrzeugs eine Markierung und das Coil darf nicht mehr als 10 cm außermittig geladen werden, sonst wird die Radsatzquerlast überschritten. Und ich hatte also da bei den Wagen teilweise die Coils alle auf einer Seite. Ich hatte so einen kleinen Computer mit einem Berechnungsprogramm, in konnte ich die außermittige Verladung eingeben, die Coilgewichte und dann hatte ich Radsatzlastverhältnisse von 1 zu 4 zwischen rechter und linker Radscheibe und 1 zu 1,25 ist zulässig. Dann habe ich die Wagen ausgesetzt, massenweise ausgesetzt und dann ging das ganze Affentheater los. Ja, warum ist das denn so und warum laden die denn auf einmal so schlecht? Ja, komischerweise hat sich das dann aber, nachdem ich wieder mal so einen Wirbel gemacht habe, innerhalb kürzester Zeit erledigt und dann wurde wieder ordentlich verladen. Die waren nämlich der Meinung, wenn da eine Haube drüber ist, sieht das ja sowieso eh keiner und daher ist das egal. Hier übrigens ein Bild des alten BW Langendreher ist mir die Tage in irgendeinem Buch über den Weg gelaufen, wo heute, weiß nicht, ob der noch existiert, der Containerdienst, aber wo sich heute in der, zumindest in den Fragmenten des Schuppens hinten ein Containerdienst befindet. Jetzt habe ich das wichtigste Bild gerade, muss nochmal eben zurückblättern. Ich habe irgendwie was, ach, da habe ich was übergeblendet. Ja. Hier nochmal dieser Schims 708, dieser Haubenwagen. Aber soll ja auch ein bisschen lustig sein. Und dann sitze ich unten in der Wagenmeisterbude, telefoniere mit dem Gruppenleiter wegen der vielen schief geladenen Coils. Der versteht auch sofort, was ich meine. Und dann kommt unser ältester Kollege runter, der Karl Brinkmann, und lacht so. Ich sage, Karl, was lachst du so? Er sagt, du machst ja einen Wirbel hier in dem Bahnhof. Ich sage, wieso Wirbel? Ich sage, mach meine Arbeit. Ja, sagt er, ich war gerade oben bei der Rangierbude. Du hast ja so viel Wagen ausgesetzt. Die haben einen Stoffhasen da stehen am Fenster und werfen mit Dartpfeilen da drauf. Mein Name ist ja bekanntlich Hase. Das war natürlich nicht so, aber ich fand das total witzig und habe dann auch herzhaft gelacht. Dann habe ich gesagt, Karl, es ist einfach so, das ist unser Job und wer schreibt, bleibt und wer seine Arbeit ordentlich macht, bleibt auch. Und ihr seht jetzt gerade dran, dass unsere Tätigkeit zum Wagenprüfer runtergestuft wird und wir sehen müssen, dass wir bleiben. Und was aber passierte, Freunde, war, dass alle Kollegen dann mitgezogen haben. Es wurden überall die Hauben aufgezogen und rigoros alle Wagen rausgeschmissen, wo es keine korrekte mittige Ladung der Coils gab. Und das war Eisenbahnbetriebssicherheit. Und jetzt sage ich noch mal was zum Job des Wagenmeisters. Ihr findet über den Beruf des Wagenmeisters in der einschlägigen Eisenbahnliteratur so gut wie nichts. Ich verstehe das nicht. Das ist ein so hochwertiger, interessanter Job gewesen, mit so viel Kontakt zur Eisenbahn, mit dem Kontakt zum Herzen der Eisenbahn, dass ich das nie verstanden habe. Auch die Verwaltung hat uns immer nur als Hindernis gesehen, weil wir Züge verspätet haben, es mussten Wagen ausgesetzt werden. Klar ist das unangenehm, sicher, gar keine Frage. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel.
Ich habe an einem Wagen, der von Krupp gekommen ist, hier an diesem Lagergehäuse ein Loch gehabt im Deckel. Da gehört normalerweise kein Loch rein. Da war eine der Lagerrollen rausgeknallt. Das Lager hatte sich komplett zerlegt. Der Wagen hatte ein Gesamtgewicht von 132 Tonnen. Wie lange das Lager noch mit 80 km gelaufen wäre, kann man sich an 5 Fingern abzählen. Wäre es dann zu einer Entgleisung gekommen, wären wir im Schaden im Millionenbereich gewesen. Und dieses Argument hat keiner hören wollen. Ich habe immer gesagt, wenn ein Wagenmeister einmal im Jahr so einen betriebsgefährlichen Schaden findet, diesen Wagen aussetzt mit Schrittgeschwindigkeit und der Instandsetzung zuführt, dann hat der mehr als sein Gehalt verdient. Aber das könnt ihr Kaufleuten nicht beibringen. Das, was der macht, Sicherheit produzieren, ist nicht messbar. Wie höre ich heute von Tag zu Tag belastbare Zahlen? Ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Ganz ehrlich. Aber das war kein Einzelfall. Auch meine Kollegen haben ein Reigen solcher Schäden gefunden und es ist nicht oft vorgekommen, aber es reichte einmal pro Jahr. Wenn jeder einmal pro Jahr eine gerissene Tragfeder, einen gelösten Radreifen, einen losen Puffer, eine defekte Zug- und Stoßeinrichtung, mehrere defekte Bremsen findet, dann hat er mehr als sein Gehalt. Wir waren dabei, das war nicht sehr üppig, verdient. Ja. Dabei habe ich immer noch meine Arbeit gemacht, ganz genau. Es ist schon nicht einfach, sich immer dem Wind entgegenzustellen. Aber ich würde es heute immer wieder so tun. So, kommen wir zu einem Bahnhof, in dem ich nie selber Dienst gemacht habe, von dem ich aber auch ein bisschen was berichten kann. Und zwar der wirkliche Anschlussbahnhof Bochum-Leer. Ihr seht hier die Übergabe einer Opel Lokomotive ans Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Das ist das Einzige, was ich am Bildmaterial so gefunden habe. Und das war einer der Hauptwagenbauarten, die wir da hatten. Habiswagen, die pendelten zwischen Spanien und zwischen Antwerpen und waren das fahrbare Ersatzteillager der Firma Opel. Das waren auch Privatwagen, die gehörten der Firma Opel. Und ich habe schon gerade von merkwürdigen Kollegen, die man so im Laufe seiner Dienstzeit kennenlernt, erzählt. Und dann darf ich euch Bodo nicht vorenthalten. Bodo war also mehr als merkwürdig. Bodo hatte sich, bevor er nach Bochum kam, in Dortmund Güterbahnhof selbst in Kohle eingegraben. Er hatte also bei dem Kontrollieren von Bodenbrettern nicht gesehen, dass ein Wagen noch beladen war, hat die Seitentür geöffnet und stand dann bis zum Kopf in der Feinkohle, musste über 2 Stunden freigeschaufelt werden. Bodo ist in Scharnhorst sehr unglücklich auf einen Zughaken gefallen mit seinem empfindlichsten Teil. Er ist in einem dunklen Reisezug einfach gelaufen, ohne die Lampe anzumachen, und ein Rangierer hatte das Bodenblech hochgeklappt. Und Bodo hing dann mit seinen edlen Kronjuwelen auf den Zughaken. Das hat Geschichte geschrieben. Also er war für so Spezialitäten bekannt. Und dieser Kollege machte in Bochum Leer Dienst. Und ihr kennt die Eisenbahnerpost, das Eisenbahnertelefon. Wenn so merkwürdige Zeitgenossen irgendwo verweilen, dann spricht sie das rum. Und so wussten auch die Eisenbahner von der Werkseisenbahn bei Opel um den Kollegen. Und dann begab es sich, der saß da also auch auf dem Stellwerk. Und dann rief Opel auf dem Stellwerk an und dann sagte der Mitarbeiter wohl mit einer total ernsten Stimme, ob sie mal helfen könnten. Da wäre ein Güterwagen fehlgeleitet worden. Und sie hätten jetzt mitten im Werk an der Ladestelle auf einmal Pferde. Und die Pferde wären total durstig. Und sie hätten an der Ladestelle nirgendwo Wasser, ob denn der Wagenmeister nicht mal Wasser bringen könnte. Und der Stellwerker, der hat wohl sofort geschnallt, was los war. Und er drehte sich dann rum und sagte, Bodo, nimm mal die beiden Putzeimer da, mach die mal sauber und dann gehen wir rüber zur Ladestelle. Hat Bodo gesagt, ja klar, mach ich doch. Kann man doch nicht machen, dann kann die Pferde doch nicht verdursten lassen. Naja, dann hat Bodo diesen Eimer gefüllt oder diese beiden Eimer gefüllt und ist dann durch den Bahnhof gelaufen. Und der Bahnhof Leer war lang. Und als er dann so 3 Viertel des Bahnhofs durchschritten hatte, kam dann der Lautsprecher und der Lautsprecher verhieß ihm dann, Bodo, Bodo, hat sich erledigt. Wir haben schon Wasser gefunden für die Pferde. Du kannst aber das Wasser auskippen. Du brauchst das nicht wieder mit zurückzutragen zum Stellwerk. Das ist kein Eisenbahnergarn, sondern sowas ist passiert. Und das sind Geschichten, die ich auch erlebt habe. Und man liegt nachher in der Ecke und lacht sich tot. Und diese Komik der Situation, die ist schon grandios. Ja,
Ja, das war Opel leer. Ansonsten schwierig, der Einsteller Opel. Alles, was Schäden an den Fahrzeugen anging, waren immer Grabenkämpfe. Und was sie nicht konnten, war im Wesentlichen Züge pünktlich bereitstellen. Diese Züge nach Antwerpen standen unter Zuglaufüberwachung und die mussten sichergestellt pünktlich ankommen. Und wenn man dann 5 Minuten vor Planabzeit den Zug erst im Bahnhof hat und muss 80 Achsen untersuchen, dann passt das natürlich nicht mehr. Man bekam, nochmal so für die Interessierten als Richtwert, man bekam etwa 1 Minute Untersuchungszeit pro Radsatz. Das war so plus minus. Und das waren dann alleine schon ohne volle Bremsprobe 80 Minuten Untersuchungszeit. Und die brauchte man auch, weil man musste für jeden Schaden, der an einem solchen Wagen auftrat, musste man einen Beschädigungsbericht schreiben. Weil der Einsteller, das waren Privatwagen, die Instandsetzung veranlassen musste. Der musste die auch bezahlen. Und man hat also quasi den bezettelt. Und dieser Beschädigungsbericht, dreifache Ausfertigung natürlich, ging dann zum Einsteller. Also ein Riesenaufwand und immer ein großer Punkt des Ärgers. Ja, liebe Freunde, ich könnte jetzt über den Bahnhof Bochum-Langendreher noch viel, viel erzählen. Nur eins, es hat also tatsächlich da einen Nachmittag gegeben. Da wurden Rangierer neu eingestellt. Da hat, weil es draußen geregnet hat, die gesamte Mannschaft den Helm abgelegt und ist nach Hause gegangen, weil sie bei Regen nicht arbeiten wollten. Tatsache ist passiert. An dem Tag sind keine Züge mehr in Langendreher rausgegangen. Ja, und der Bahnhofschef, wie hieß er noch, uninteressant, den Namen habe ich vergessen, mit dem ich ständig quer lag. Der wollte mich sogar mal einmal verhaften lassen und von der Bahnpolizei abführen. Das war aber für ihn dann anschließend nicht so günstig. Der hatte wohl kein Glück bei der Auswahl des Personals. Also Bochum-Langendreher, darüber könnte man einen ganzen eigenen Vortrag halten. Ja, jetzt habe ich euch von Westen beginnend über kurze Abstecher in den Norden und Süden die wesentlichen Bahnhöfe mal aus meiner alten Erfahrung, aus meiner Lebenszeit als Eisenbahner gezeigt und Dinge berichtet, die heute niemand mehr weiß. Wir müssen uns immer vor Augen halten. Ich gehöre einer Generation an, die mit Kollegen zusammengearbeitet hat, die damals 30 bis 40 Jahre älter waren als ich. Das heißt, die wären heute um die 90 bis 100 Jahre alt. Die gibt es alle nicht mehr. Die sind verstorben. Und deshalb ist mir auch wichtig, an einem solchen Tag mit einem solchen Vortrag für die interessierten Eisenbahnfreunde diese alte Zeit nochmal wieder aufleben zu lassen und zu zeigen, wie die Eisenbahn damals funktioniert hat. Heute funktioniert sie leider so nicht mehr. Und das haben wir ja auch an den Bildern gesehen. Im Abschluss noch vom Christian zur Verfügung gestellt. Er hatte mir die vorab geschickt. Traurig, traurig, wie Bochum-Präsident heute aussieht. Ja, und dieses schöne Bild zum Abschluss des Vortrags. Blick in den Bahnhof Bochum-Präsident nachts. Wunderbar fotografiert. So kenne ich das auch von der Beleuchtung her. Es war manchmal schon sehr merkwürdig, da zu arbeiten. Diese Stille, diese Einsamkeit. Und man wurde sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe also auch 6-mal hintereinander diesen Wochenenddienst gemacht. Und man hat sich zu einem unsozialen Menschen entwickelt. Man hat kaum noch gesprochen. Das wird auch nicht thematisiert. Das war schon heftig. Aber es gab auch viele positive Zeiten und viele lustige Geschichten, von denen ich euch heute einen Teil erzählt habe und euch ein bisschen mitgenommen habe in die wirkliche Welt der Eisenbahn, die mit Hobby-Eisenbahn so wenig, wenig, wenig zu tun hat. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, stehe noch für Fragen zur Verfügung im Anschluss und wünsche allen einen schönen Abend.